Wie viel Mana hast du, Talana? Oder wie viele Zauberpunkte? 90. Kannst sie 9 Mal sprechen. Das ist jetzt nicht so viel. 9 Mal zaubern und dann schlafen müssen, das ist... Meditation. Und wir könnten es jetzt nochmal auf 8 bringen. Ja. Ja, komm. Also wir brauchen unbedingt mehr Zauberpunkte. Also nicht jetzt noch mehr Punkte hier reinpumpen, was natürlich auch schön wäre, sondern wir brauchen einfach nur den Expertenrang da drin. Aber ich habe jetzt nicht Lust, nochmal die ganzen Türen abzugehen. Zumal ich glaube, dass wir haben jetzt wirklich alles abgeklappert in den Startstädten. Also im Elfenbereich, bei den Zwergen und bei den Menschen. Und bei uns als neutraler Partei. Das heißt, der Meditationsexperte wird woanders sein. Vielleicht in Barkada-Wüste oder in Deja. Aber da wollen wir noch nicht hin. Jedenfalls noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt damit klarkommen, dass wir jetzt nur 9 Mal zaubern können mit ihr, und dann ist gut. So, wir haben noch ein paar Punkte zum Verteilen. Wir hätten gerne... später. Wir hätten gerne mehr Nahkampfschaden für ihn. Waffenmeister, kannst du ein Experte werden und kein Meister? Das ist echt ärgerlich. Oh ja, ich habe ihn dafür gewählt, dass er später uns heilen kann und wiederbeleben. Dann müssen wir halt die ganzen Negativpunkte vom Paladin gegenüber vom Krieger in Kauf nehmen. Das heißt, du kriegst einfach nur deinen Streitkolbenpunkt. Und Kondition. Du hast inzwischen 8 Punkte. Wir wollten Alchemie auf Expertenrang bringen. Das machen wir jetzt mal. So. Zurück. Und dementsprechend vorbereitet reisen wir jetzt zurück nach... Erstmal laufen den blauen Punkten hinterher. Ja, das ist ein Nachteil dieses Zaubers. Ich sehe, wo Sachen rumliegen. Und ich habe gern viele Sachen. Also werden wir ganz wild zickzack laufen. Ja. Aber wir wollen jetzt zurück nach Harmondale, um von Harmondale aus nach Süden zu laufen. Guten Tag, los geht's. Um zu den Zwergen zu kommen. Und jetzt können wir uns auch allgemein mal in dem Gebiet ein bisschen besser umsehen. Denn vorher waren wir ja ein wenig skeptisch wegen den Geistern und eventuell stärkeren Geistern. Wir haben nicht die richtigen Zauber und so. Jetzt müsste das eigentlich ganz gut passen. Wobei ich noch einen kleinen Schwenker mache, und zwar zur Luftgilde. In der Hoffnung, dass wir den Blitzstrahler finden. Damit auch Lunanera noch einen alternativen Zauber hat, falls der jetzt hier nicht so gut klappt. Willkommen in der Luftgilde. Blitzstrahl. Und sogar ziemlich günstig. Der wird von ihr gekauft. Schild, Sprung, Schild, Schild. Verlangsamt einschlagende Fernwaffen wie Pfeile und Felsen. Was? Einschlagende Fernwaffen sind Felsen? Ja, okay, kommt wohl auf an, gegen was man kämpft, ne? Zauberdauer 1 Stunde plus 5 Minuten pro Fähigkeitswert. Ist nicht so lang. Und da steht nichts von Gruppe. Selbst auf Großmeisterrang nicht. So ein wenig komisch. Können wir uns eh nicht leisten. So, du den dahin. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Und jetzt müssen wir vergleichen. Wir haben den Blitzstrahl, der kostet 10. Und der ist bei weitem nicht so gut wie der Säurestrahl zum Beispiel. Der Säurestrahl macht 1 bis 9 Punkte pro Punkt. Also in Wasser und nicht in Luft wie hier. Aber hat 9 Grundschaden noch dazu. Das heißt, mehr Grundschaden und mehr Maximalschaden. Für den gleichen Preis. Also gucken wir mal. 10 ZP, 1 bis 8 pro Punkt. 4 ZP, 1 bis 3 pro Punkt. Dafür 5 Grundschaden. Und wie viele Zauberpunkte hast du? 85. Du könntest also 8 Mal den Blitzstrahl schmeißen. Was immer noch ordentlich ist. Haken ist halt nur, es kann sein, dass wir 10 ZP ausgeben. Und dann kommen da nur, wie viel raus? 6. Kommen da nur 6 Schaden bei rum. Das könnte bei dem Bienenschwarmzappel gar nicht passieren. Da hätten wir immer mindestens 11. Also ja, bei ihr bleibe ich beim Bienenschwarm. Weil der Blitzstrahl halt nicht so stark ist wie der Säurestrahl. Oh ja, gut. Wir wollen jetzt nun wirklich zu den Zwergen. Und da wir nicht Lust haben, ganz außen rum bei der alten Goblin-Festung vorbeizulaufen, machen wir hier eine Abkürzung.
Und spaßeshalber zeige ich euch mal den Sprung. Hab's. Das war's schon. Nicht so stark, jedenfalls jetzt noch nicht. Später kann man ganz schön ordentlich hochhüpfen. Aber meistens braucht man eh nur einen kleinen Sprung, um so auf den Ansatz zu kommen. Den Rest kann man dann hochkraxeln, wie eben gerade auch. Zum Beispiel hier sieht man ja eine recht steile Wand. Und wenn man dann bis da hochspringen kann, dann passt das schon. Oder hier an so eine Ecke kann man auch dann hochklettern. Wir wollen nicht nach Westen, nein, wir wollen nach Süden. Hier gibt es für uns nichts zu holen. Aber hier hinten gibt es einen Questgeber, den wir im Kopf behalten müssen. Der will nämlich, dass wir in den Grabhügeln diese eine Stelle finden, zum Meditieren. Damit wir Mönche werden können. Oder Initiierte. Was hatten wir noch? Wir sollten noch ein Licht finden. Für einen Kranken hier in der Kirche. Und dritter Auftrag war da auch noch, aber ich weiß nicht mehr welche. Aber wir laufen eh erstmal einmal durch das ganze Gebiet rum, um zu gucken, was auf der Karte so zu finden ist. Und danach gehen wir erst in die eigentlichen Grabhügel. Und da machen wir einfach alles tot, plündern so viel wir können und dann gucken wir, ob wir nebenbei die Quest erledigen können. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier waren wir schon überall. Wir müssen also nach Westen. Westen, da. Wobei wir mal auf diese Hügel hier rauf gucken könnten. Kommt man da normal rauf? Nein. Und wenn man normal nicht raufkommt, könnte da was Interessantes sein. Seht ihr? Wir können jetzt ein kleines Stück hochspringen und jetzt kommen wir auch rauf. Aber hier ist gar nichts. Schade. Vielleicht in den Bäumen irgendwo was? Ich drücke mal ein bisschen Leertaste. Nein. Na gut. Es können nicht überall Schätze versteckt sein. Vorsichtig wieder runter. Oh, und mein neuer Lieblingszauber. Aha. Oh, da lag was Blaues. Was? Laut Karte ist hier was Blaues gewesen. Ach, da. Seht ihr, das hätte ich niemals gefunden, das kleine Ding hier. Das kann ich nicht erkennen. Und es ist ein Zauberstab, der für Talana zu hoch ist zum Entdecken. Das heißt, zum einen könnte er sehr praktisch sein, und zum anderen ist er bestimmt viel wert. Weiter Blaupunkte suchen. Sieht aus wie eine schäbige Axt. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oder eine Stahl-Zwergen-Axt, die gleich mehr wert ist. Und da hinten sind die Gocklinge. Denen sind wir ja vorher ausgewichen, aber ich denke mal, inzwischen dürften die kein Problem mehr darstellen. Na, sind zu schnell. Oh, Gold. Kaputt. Das tut irgendwie kaputt. Weh. Also selbst die leichten Zauber one-hitten die schon fast. Okay, Säurestrahl trifft für 56 Schaden. Ja, ein wenig Overkill. Lasst uns mal rauf. Also sollte Talana vielleicht doch runterschrauben. Hm? Vor allem geht der Spruch öfters durch Gegner durch. Zweimal jetzt schon. Nee, Talana, das geht nicht. Du... musst du wieder auf den hier umschalten. Schon fertig. Säurestrahl ist zwar mächtig, aber der ist jetzt schon dreimal durch einen Gegner durchgeflogen. Und das sind dann 30 Zauberpunkte, die einfach mal so weg sind. Das ist nicht vertretbar. Schade eigentlich. Aber na gut. Oh, ein Dolch in einem Geist. Hm. Oh, was haben wir da oben? Da springen wir doch mal rauf. Hallo. Kletter, 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 kletter. Hügelgrab. Hügelgrab Nummer 10. Ja, die Hügelgräber sind sehr interessant. Das werdet ihr später sehen. Uns wurde ja schon gesagt, dass die recht verschlungen verbunden sind. Und das ist eine absolute Untertreibung. Also wenn man sich da keine Notizen macht, dann ist man Tage damit beschäftigt in Real Life. So. Noch mehr. Eisen. Hatten wir nicht auch irgendwo eine Kiste gesehen gehabt? Ich glaube, die war hier bei den Gocks irgendwo. Sollten nur vorher wieder Bewahrung zaubern. Oh. Und da hinten war ein anderer Geist. Eine Erscheinung.
vielleicht wesentlich mehr aushält, keinen Eisschaden bekommt und dementsprechend wahrscheinlich auch keinen Schmerzempfinden hat. Komm, weg mit dir. So. Grün. Und was haben wir hier? Das wird das Geisterhaus sein. Später. Eins nach dem anderen. Zumal das Geisterhaus auch ein wenig schwer für uns sein könnte. Oh. Mit diesen ausweichenden Geister. Komm, geh weg. So. Da haben wir eine Reagenz auf dem Boden, das wollen wir nicht. Da scheint was drauf zu liegen. Kommen wir da auch so hoch? Ja, kommen wir. Aha, ein Stück Erz. Der kommt gleich mit. So. Könnten wir das Ufer rüberspringen? Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier. Ja, ich werde erstmal kurz nach Südwesten gucken. Damit wir hier wirklich alles abgegangen sind. Aber das scheint schon gewesen zu sein. Magisches Auge ist an. Ich sehe keine blauen Punkte, jedenfalls auf der Küstenseite. Und hier geht's in die Wüste. Nö, da wollen wir nicht hin. Spring. No. Irgendwo schießt hier wer. Ah, das sind Kopflinge, okay. Zip. Oh, da ist auch einer. Was sind alles die Kleinen, ne? Ja, ganz kleine. Zing, wir haben nichts dabei. Das ist nicht schön. Oh, aber Gold. 215 wow. Gold. 116 Gold. Das tut irgendwie weh. Ja, Talana sollte gleich geheilt werden. Wobei ich denke, wir sollten eh langsam schlafen. Aber erstmal gucken, was das hier für Häuser sind. Werden wahrscheinlich Zwerge sein, oder? Ja, Karte zu Hügelgräbern. Die Hügelgräber wurden zwar errichtet, um Grabräuber abzuhalten, aber trotzdem wurde ein Weg benötigt, um sich während Begräbnissen und Zeremonien in den Gruben zurechtzufinden. In der Nähe hier ist Horus, werdet ihr Plaketten finden. Die Plaketten sind zwar etwas rätselhaft, dennoch werden sie euch helfen, euch nicht zu verwirren, solange ihr euch an die Richtung haltet. Bisher hat noch kein Dieb ihren Nutzen erkannt. Deswegen verlassen sie die Hügelgräber nie wieder, wenn sie einmal betreten haben. Ja, okay. Du und du noch. Das gleiche wie eben auch. Fast. Medusen. Es gibt eine Medusenbrut, die sich in den roten Zwergenminen eingenistet hat und gegen Magie immun ist. Diese Monster sind wirklich grauenhaft. Ich kann nur den Göttern danken, dass diese Wesen die Minen nicht verlassen haben. Was sollten wir denn dann tun? Sie mit unseren Stäben zu Tode knüppeln? Ja. Wenn wir eine Gruppe nur aus Magiern hätten, dann wäre es ganz schön schwer. Und auch so wird es schon ganz schön schwer, weil ich habe nicht so viel Vertrauen in Gerugons Nahkampffähigkeiten, dass er jetzt alleine alle Medusen umbringt. Also wahrscheinlich werden wir eher panisch da durchlaufen. Versuchen ein, zwei umzubringen und sonst einfach nur das zu erledigen, was wir erledigen müssen. Und dann kommen wir später dann zurück. Und dann knüppeln wir sie wirklich zu Tode. Und was machen die Gargoyles da? Hilfe! Du heilen dich. So, Erscheinung ist tot. Gargoyles. Ihr kriegt Wasserschaden, das ist gut. Kriegt aber keinen Schaden von der Klerikerin. Und die ist die einzige, die noch Mana hat. Ah, du bist gleich kaputt. Versuchst schon zu fliehen. Zähes Pack. Wir müssen nicht in die Wüste laufen. Wir müssen definitiv gleich schlafen. Komm, 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 komm. So. Und ähnlich.
ähnlich wird das bei den Medusen ablaufen. Nur viel, viel schwerer. Wir waren jetzt bei allen drei Häusern, richtig? Ich denke schon, aber ich gehe kein Risiko mehr ein, was Häuser angeht. Ja, hier waren wir. Hier waren wir, bei dem anderen waren wir auch, okay. Weil ich will nicht wieder irgendeinen Expertenlehrer irgendwo übersehen. Das heißt, wir schlafen jetzt. Ach du. Marmor-Gargoyle. Du, Zaubern, Heilung. Du, Inventar. Na komm, du musst reichen. Oder auch nicht. Hilfe! Du heil dich selbst. Du gibst dir selber einen Mana-Trank. Und gibst danach dir einen großen Mana-Trank. Und dann wechselst du kurz den Zauber auf den da. 4, 45. Ja, sehr gut. 50. Und kaputt. Das hat jetzt ein bisschen Mana gekostet. Aber, wie man sehen konnte, im Notfall und bei den richtigen Gegnern ist der Zauber sehr, sehr effektiv. Schon fertig. Achso, schlafen. Noch ein bisschen schlafen, weil wir wollen nicht nachts durch die Hügelgräber. So. Und jetzt speichern wir erstmal ab. Und gucken uns dann gleich weiter um. Und zwar hier unten und danach in dem ganzen Bereich. Bis wir die Karte hier aufgedeckt haben. Und danach können wir uns in den einzelnen Hügelgräbern umsehen. Also bis gleich.